Hi, ho und willkommen zu meinem nächsten Video. Warum mache ich eigentlich immer diesen hier? Ja, das merke ich gerade selber. Ja, ich muss euch von einem enttäuschenden Erlebnis erzählen. In Anbetracht unserer Reihe, was früher besser war. Oder besser gesagt, wie die Sachen früher waren und wie ich mich daran erinnere. Und ich muss mich ganz, ganz doll entschuldigen für alle, die dir das als anders sehen, aber als ich ein Kind war, war Capri-Sonne, also ja, gab es Capri-Sonne und dann wurde sie umgetauft in Capri-Sun und dann kamen da Papierstrohhalme rein. So, solche Pappdinger. Und ja, ich weiß, Umweltschutz ist wichtig und so, aber diese Pappdinger sind so grauenhaft. Also wirklich, die nicht leiden. Es tut mir leid. Und die lösen sich auch auf. Und da hat man so das Gefühl, dann werden die so matschig. Und dann sind sie gar nicht mehr richtig so, wo man dann was draus trinken kann. Also zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, wie es anderen ist. Aber bei mir funktionieren die überhaupt nicht. Und ich will einfach nur wieder die Plastikstrohhalme bei der Capri-Sonne zurück. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Capri-Sonne durch diese neuen Strohhalme anders schmeckt. Also ich kann es noch nicht beweisen, weil ich habe noch kein, ich habe, ich weiß nicht, also ich habe ja kein, doch, ich habe noch eine alte Packung da, aber die ist alt, also kann man es nicht vergleichen. Oh, das ist blöd. Naja, auf jeden Fall, es schmeckt nicht mehr wie damals, also es ist nicht mehr dasselbe, wie als ich ein Kind war und die Kindheitserinnerung. Und manchmal finde ich es gut, wenn man was für den Umweltschutz tut, aber manchmal finde ich es auch schade, wenn dabei Kindheitserinnerungen kaputt gehen. Gut, das war alles zu diesem Thema. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!